Beat Zoderer. Beat Zoderer hat für Art in the City ein mobiles Kunstwerk konzipiert, zusammen mit der VBZ, ein sogenanntes Kunstraum, was er mit Klaus Merz im Übrigen zusammen realisiert hat. Klaus Merz. Das ist ein bekannter Schweizer Schriftsteller und Dichter. Wenn man also dieses Kunstraum besteigt, hat man einerseits außen und innen diese Zodersche Ästhetik. Zoderer hat sich, befasst sich ja viel mit alltäglichen Materialien, mit Gummis, mit Schnüren, mit Büromaterialien. Er hat hier dieses einerseits dieses Zürich-Tram, dieses Cobra-Tram zuerst einmal purifiziert, das heißt weiß gemacht, damit es eben ein Bildträger wird, und hat dann sozusagen darum herum in den Pantone-Primärfarben dann die so eine Umspinnung, eine farbige Umspinnung realisiert. Das ist innen und außen so. Aber wenn man sich dann hinsetzt, hat man statt der normalerweise an den Fenstern applizierten Werbebotschaften, findet man eine wunderbare Notate des Schweizer Schriftstellers und Dichters Klaus Merz, die eben so Beobachtungen aus dem städtischen Leben sozusagen reflektieren, und kann sich dann auch so ein bisschen wegtreiben lassen.